Komm, nerven wir alle. Keiner da. Okay. Gut. Bist du das, Peter? Kannst du sie nicht selbst öffnen? Schon wieder den Schlüssel verloren, was? Los, such deinen Schlüssel. Du weißt, dass ich nicht aufstehen kann, Idiot. Okay. Das ist auch ein bisschen komisch. Ich bin beschäftigt. Wie gesagt, die Frau ist super. Hey, Dunkelheit. Oh, wir sind so mies. Okay, kann ich das auch noch ausmachen? Den kann ich nicht. Schade. Ja, auch cool. Ich mach mir da solche Sorgen. Okay, Mama. Tut mir leid. Okay. Ich habe das Gefühl, den schon mal irgendwo gesehen zu haben. Oh, derselbe Char. ja. Gute Waffen machen einen guten Soldaten aus. Die beste Waffe der Rauschpatrouille. Sehr empfehlenswert. Schon irgendwie ein bisschen mies, dass wir gleich am Anfang des Spiels einfach eine richtig schweineteure Waffe, die richtig geil ist. Ja, also hier der Bastard mit Schalldämpfer. Das ist eine geile Waffe. Ich glaube, die bekommen wir auch gar nicht so im Spiel. Einfach so. Glaube ich, weiß nicht. Aber ich schätze nicht. Ich denke mal. Vor allem mit Schalldämpfer, die bekommen wir nicht. Und das kostet einfach 100 Münzen. Und das ist unmöglich, das Geld jetzt zu haben. Das ist unmöglich. Und wir kommen hier auch nie wieder hin. Also schon so ein bisschen. Den Revolver können wir, glaube ich, auch gar nicht bekommen. Und mit verlängertem Lauf. Ich glaube, so viel Geld können wir nicht bekommen. Wir können auf jeden Fall Medipack holen. Also Pillen. Sehr schön. Aber ich würde am liebsten das hier mitbringen. Kann ich hier bitte. Was soll ich dir mitbringen? So, und ja, was ist mit dir? Hey, du, steh auf. Wer ist das? Artyom, steh auf. Ah, auf jeden Fall würde ich die Waffe gerne haben. Ich weiß nicht, was du sehen. Ja, okay. Hi, Arthur. Gehen wir! Bewegung, du Suffkopf! Lass mich in Ruhe, ich krieg das selber hin. Du schließt dich gar nicht, hast du aber eine Glück? Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. So, hier können wir zwischen Munition kaufen bzw. verkaufen. Und zwar solche Munition und solche Munition. Solche und solche, 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 solche. Und davon haben wir gar nichts. Ich meine doch, davon haben wir gar nichts. Und davon haben wir zu wenig, dass ich es verkaufen würde. Aber warte, wenn ich die jetzt verkaufen würde, würde ich... Scheiße, ich hätte irgendwie eine Muni mehr, weniger verschwendet, dann hätte ich irgendwie... Okay, das wird mir auch nichts bringen. Also, glaube ich. Der beste Wechselkurs in der ganzen Welt. Okay, gut. Patronentausch. Nee, mach ich nicht. Hi. Das will ich. Hab keine. Okay, Ausrüstung. Klar, da. Okay, tschüss. Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Die da hinten. Maschinenpistole Kaliber 5,45 in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Haha, ich will aber die Waffe da hinten. Oh, okay. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. So, das geht... Ja. Das geht von unseren Munitionen ab. Von daher werde ich das ganz sicher nicht tun. Und, Echtzeit. Wenn ich das ganz sicher nicht tun, hier meine Munition verballern. Ich lade eher lieber alles nach und... warum drücke ich mal da drauf? Tut mir leid. So, und jetzt können wir Munitionstypen umschalten. Das
So, jetzt sind da die goldenen drin. Da, golden. Und jetzt wieder normal. Und jetzt wieder golden. Und jetzt wieder normal. Okay. Gut. Passt schon. Warte, nee, ein Schuss muss sein. Das musste sein. Das geht nicht anders. Und ihn können wir, glaube ich, gar nicht erschießen. Das wäre zu schön. So, hi. Lass mich da jemand rein oder so? Wo muss ich überhaupt hin? Hier muss ich rein. Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Nein. Ich habe Moskau nie gesehen. Nur die alten Bilder. Ah, bis tuk tuk. Tschüss. So, weg. Okay, gut, das ist schon fein. Gut, der kleine Junge. Oh, der ist so niedlich. Oh. Oh, warte. Ah, ich muss da hin. Irgendwie hin. Oh. Okay. Hi. Da kann ich, glaube ich, rein. Ja. Ah, da auch. Was ist da hier? Weiche dick. Weiche. Kurz, was ist hier? Ah, hier geht's, glaube ich, weiter. Hier geht's, glaube ich, weiter, ja. Ja, hier geht's weiter. So, hey. Du hast vermutlich gehört, dass unsere Station ein Bündnis mit Riga eingeht. Ja. Wir schicken ihnen ein paar Wagen mit humanitären Gütern, ein paar Waffen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Das ist die Ladung, die du bewachen wirst. Es ist keine sehr lange Reise und es sollte auch nicht zu schwierig werden. Im Buch war es, glaube ich, eine Telefonleitung, die verlegt werden musste. Soweit ich weiß. Glaube ich. Nehme ich jetzt mal an. Hallo. Wie ist eure Situation, Männer? Entspanne dich. Am äußeren Wachposten ist alles ruhig. Achum! Hierher! Beeil! Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Ja. Bist du bereit? Dann los. Dann los. Ja. Du setzt dich da ein, Atjom. Und da ist die Metrokarte. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Ja. Könnt ihr mich mitnehmen? Ja. Ja, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Achso, ich glaube, der hat die ganze Zeit geredet, nur wenn ich irgendwie nach da geguckt habe, höre ich ihn irgendwie schlecht. Also gut, alle, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich der nicht, nur der eine. Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Ganz bestimmt Spaß machen. Ganz viel Spaß. Verfolgung. Das ist doch ganz Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Hey, Joko. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Der tote Hunter. So. Metrokarte, wir gehen von der WDNH zu Pagurna. Und zwar ist es eine. Ist es zwei Haltestellen weiter im Prinzip. Und wir fahren Umweg. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Bitte, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los, Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe... Aber man braucht viel Glück. Gute Fahrt. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Dieses Ding zu fahren. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopolskaja. Ja. Ja, hier gibt es Russen und Nazis. Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben.
Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Dieser Tunnel. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Was ist denn mit dem Tunnel? Na, es ist ein normaler Tunnel, vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Ja. Und bald wird wir heraus, warum. Gute Fahrt. Ja, gut. Verdammt, tut mein Kopf weh. Meine nicht. Ja, Mach das. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Lass doch den Bereich hinter uns, Achon. Eugene. Klar, Krabs. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Sie? Wer? Wen meinst du mit Sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? Oh, mein Kopf! Artyom, was ist das? Ja, das war eine, keine Ahnung, Anomalie, irgendwas ganz Komisches, was keiner weiß im Prinzip und auch nicht Artyom! Gesagt wird irgendwie, was es ist. Hierher! Es macht irgendwie so einen Teil. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden, um jeden Preis! Versteckt! Genau. Das ist auch eine Anspielung auf den späteren Spielverlauf, den ich aber nicht spoilern werde jetzt. Was zum Teufel geht dir vor? Scheiße! Aufwachen, Leute! Aufwachen, um Himmels Willen! Boris, wach auf, Boris! Scheiße, das ist gar nicht gut! Ah, oh Gott! Ah, knallt sie ab! Ich bediene den Hebel! Button gesmashed. Artyom, nimm meine Schrotflinte! Kein Problem. Oh, scheiße. Das ist dumm. Okay. Oh Gott. Yeah, recht. Oh, das war dumm. Ja. Sorry. Hier mit der Schrotflinte stelle ich mich mal für irgendwie am Anfang drüber. Spar dir die Moon, Artyom! Spar dir die Moon! Okay, verpiss dich! Sehr schön. So, noch jemand? Da. Noch jemand? Rette mich!
Pussy. Wir sind fast an der Strecke. Sie ist nicht mehr weit. Was zur Hölle ist das? Oh Gott. Ah, verdammt. Das ist sehr verfehlt. Ja. Und wie wir, wie feige wir sind, versteckt uns hier. Und, die Stadt gerade uns vorbei. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus. Und rennen schnell. Schieß dich auf mich. Wie gesagt, ich kann mich dazwischen reden, weil die sehr viel labern. Zu viel. Ich denke auch an Saufen in solchen Momenten. Das ist genau das worauf ich jetzt Bock hätte. Kapitel 2. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Wodka. Moment. Jetzt. Wodka. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, Achom. Auf dich, mein Freund. Yay. Das ist Russland. Aber es hat getrunken. Sonst ist man nicht ohne bei den dich, coolen Achom, Kids. Wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Cool. Auf dich, Artyom. Und noch auf einmal. Auf dich, mein Freund. Artyom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück. Und auf Artyom. Und noch einmal. Auf dich, Artyom. Der Wodka haut rein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen oder entlang mal mit. Ja. Wir sind okay. Und wurde ohnmächtig, sagt er. Als ich zu mir kam. Ja, das ist. Danke, Jule. Ich habe 30 Menge Drinks verkaufen. Für eine Patrone ein anderes hier spielt. Nee. Ich will das hier aber aufhören, okay. Ich bin geizig. Ich mach das nicht. Okay, ich hab eine Patrone gefunden. Die kann ich jetzt ausgeben. Das ist dreifach destillierter Likör. Gibt garantiert keinen Kater. Noch ein Patrone. Ich weiß nicht. So, auf jeden Fall, wir sind jetzt hier so auf einer Bar und trinken ein bisschen. Und jetzt gehen wir runter und genau jetzt mache ich einen Cut. Bis dann, Leute.